2004 bis 2005 gab es zwei Ansager bei Keduma, den weißen Affen Alfonso und den Paniksänger Udo. Ende 2005 erlitt die Figur Udo jedoch einen schweren Unfall und konnte daher nicht mehr repariert werden. Die nun folgende Ansage der Geschichte, der letzte Gepardenbär, sind die ersten und gleichzeitig letzten Videoaufnahmen von Udo, die vermutlich 2004 gedreht, 2015 wiedergefunden wurden und im letzten Moment noch gerettet werden konnten. Aufgrund des schlechten Tons wurde die Ansage jedoch neu synchronisiert. Die Qualität des Videos konnte jedoch leider nur leicht verbessert werden. Und nun viel Spaß bei der Geschichte Der letzte Gepardenbär. Ja, hallo, die meisten werden mich ja wohl schon kennen, denn ich bin's, der Udo. Aber es macht ja hier wohl keinen was aus, wenn ich ein bisschen über die Geschichte erzähle, ne? Der Gepardenbär hier, ja, das ist er hier, der ist sehr, sehr traurig. Denn im Paradies Gottes hat jeder einen Partner oder eine Partnerin, nur er halt nicht. Und der liebe Gott, der wollte ihm ja eine Partnerin machen, aber da hatte der siebte Tag eingeläutet und am siebten Tag ist ja der Ruhetag und da muss man halt ausruhen. Und deshalb ging das nicht. Und dies hat die gemeine Schlange mit dem gemeinen Drachen ganz gemein ausgenutzt. Und wie die Geschichte jetzt weitergeht, das sehen Sie jetzt in Der letzte Gepardenbär. Also dann viel Spaß. Hold Riordan, meine Fans. Und denk dran, keine Panik auf der Titanic. So Jungs, macht den Vorhang auf. Das ist so ungerecht. Ich will auch eine Partnerin. Nanu, wer weint denn da? Ah! Schlange, verschwinde! Ich weiß, wie falsch und hinterhältig du bist. Verschwinde, oder ich beiß dir in den Hals. Wie drollig. Dabei will ich dir ja doch gar nichts tun. Ich wollte nur wissen, warum du so weinst. Was ist denn los mit dir? Ach, es geht um Gott. Alle Tiere im Paradies haben eine Partnerin oder einen Partner bekommen. Was? Das ist doch schön. Lass mich raten, aber du nicht. Gott hat dich vergessen, richtig? Ja. Oh, das ist aber mies. Das hast du nicht verdient. Oh, das denke ich auch. Nun, weißt du, und Freunde hast du sicherlich auch nicht, oder? Dann bist du ja ganz alleine.
Ja, das ist so richtig. Deshalb weine ich. Weißt du, ich würde gerne dein Freund sein, aber da ich... Was, du würdest mein Freund gerne sein? Ja, ja. Aber da ich dich nicht kenne, weiß ich nicht, ob ich dir vertrauen kann. Verstehst du? Du müsstest es beweisen. Beweisen? Ja. Wie denn? Nun, im Paradies gibt es den Gepardenbär. Wenn du den zu mir an die Ruine bringst, ist das Beweis genug. Du musst ihn aus dem Paradies locken, zu mir. Was ich dann mit dem Gepardenbär mache, ist allerdings meine Sache. Aber wäre das nicht verkehrt? War es etwa von Gott richtig, dir keine Partnerin zu schenken? Der Gepardenbär hat dasselbe Schicksal und ist alleine. Also. Na gut, wenn das so ist. Sehr gut. Also dann, wir sehen uns. Wie war dein Name? Draco. Wir sehen uns, Draco. Ein merkwürdiger Zeitgenosse, die Schlange. Den Gepardenbär aus dem Paradies locken? Na gut, wenn's unbedingt sein muss. Dann will ich mich mal aufmachen. Zurück zum Paradies. Ungerecht. Alle hier im Paradies haben einen Partner oder eine Partnerin oder wenigstens einen guten Freund. Aber ich bin allein. Und das finde ich gemein. Ich armer Gepardenbär. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Ey, pst! Hä? Nanu? Wer bist du denn? Guten Tag. Ich bin Draco, der Drache. Sehr angenehm. Ich bin der Gepardenbär. Ja, ich weiß. Woher? Nun, wir haben eine Gemeinsamkeit. Was, wir? Und welche soll das sein, wenn ich mal so fragen darf? Wir wurden beide von Gott vergessen und haben keine Partnerin bekommen. Nun, ja, das stimmt. Siehst du? Ja, du hast recht. Wir haben eine Gemeinsamkeit. Aber was sollen wir machen? Nun, ich kenne da jemanden. Aha. Und weiter? Ja, der will dein Freund gerne sein. Es ist die Schlange. Vertrau mir einfach. Die Schlange, die außerhalb des Paradieses an der Ruine lebt. Sie möchte so gerne dein Freund sein. Und das Einzige, was du machen müsstest, ist mir zu folgen. Was? Hier aus dem Paradies raus? Aber die Schlange, sie ist angeblich falsch und... Ja, das hat dir sicherlich Gott erzählt, nicht wahr? Ja, das hat er. Aber Gott war es auch, der dir keine Partnerin geschenkt hat. Denk auch mal darüber nach. Ja, das stimmt.
Und die Schlange möchte wirklich mein Freund sein? Ja, aber wenn ich es dir doch sage. Vertrau mir einfach. Freunde machen das doch. Moment, sind wir dann jetzt auch Freunde? Ja, natürlich, Geparden-Bär. Los, folge mir. Also ein bisschen mulmig ist mir schon bei der Sache. Aber Draco hat nicht ganz unrecht. Ach, was soll's. Ich habe eh nichts zu verlieren. Und ich wurde von Gott allein gelassen. Dann folge ich mal Draco.